Auf jeden Fall will er das jetzt in die Megaform bringen. Es ist voll ungewohnt, das in blau zu sehen. Also meins ist ja weiß. So. Jetzt gibt es hier zwei Mega-Entwicklungen zu sehen. Der finale Kampf in der Megaform. Okay, Troy. Zeig, was du drauf hast. Und tschüss. Ich hoffe es doch. Nein, nicht tschüss. Okay. Was zur Hölle? Fucking Psycho-Attacke. Okay. Ah, es hat Lichtschild gehabt, deswegen. Okay, dann. Dann auf Schnelligkeit gehen. So. Wir setzen ihn unter Druck und machen einen Funkensprung. Oh, es ist schneller als ich. Was? Alter. Jetzt kriege ich Schiss. Okay, jetzt habe ich gerade Schiss. Stolos, du musst mal tanken. Ich hoffe, du kannst das tanken. Du bist ein paar Level höher als er. Tank das weg. Komm, Stahl auf Stahl. Oh, es hat sich selbst außer Gefecht gesetzt. Das macht natürlich keinen Schaden. Aber Stolos kann das tanken. Top-Beleber haben wir noch, ne? Ja, okay. Okay, die eine Attacke war echt mies. So, der Sternenhieb. Ah. Oh. Kloppe ich ihn jetzt mit Stahlattacken kaputt? Oder warte ich, bis Stolos drauf geht? Also eins ist ja... Eins... Okay, wir hauen ihn kaputt, das geht noch so. Der Eisenschädel ist ganz gut. Ah, er macht Top-Genesung. Okay, ich sollte das Pokémon wechseln. Das Problem ist, wenn er jetzt wieder in seinen Kopfstoß macht, ist es sofort wieder weg. Und es ist nicht mehr in der Mega-Entwicklung. Sternhieb. Können wir das überleben? Ja, können wir. Okay. Das ist natürlich doof jetzt. Oh nein, warum macht er denn... Oh. Kack-Zen-Kopfstoß. Ich hasse dich. Palkia. Kannst du was dagegen tun? Ich will's hoffen für dich. Habe ich die Tabelle noch auf? Sehr gut, warte mal. Kampf gegen Stahl. Plus. Okay. Sei schneller. Nein, der Gigastoß tötet es so wieder sofort. Wie schnell dieses fucking Metagross. Dieses Metagross ist richtig eklig. Okay, wir haben ein Problem. Houston, wir haben ein Problem. Rigaron kann auch Kampfattacken. Und es kann... Moment, es muss jetzt sterben, weil es kann keine Attacke machen wegen dem Gigastoß. Ah, es stirbt nicht. Vielleicht haben wir Glück und er macht einen Sternenhieb. Zen-Kopfstoß könnte ich auch überleben. Nein, ich bin Kampf. Ah, ich hab's überlebt. Okay, wir haben gewonnen. Oh, ich dachte jetzt schon, das reicht nicht. Okay, wir haben gewonnen. Sehr nice. Oh. Halleluja. Ich bin doch der Champ. Wie konnte ich nur verlieren? Du hast mich nicht enttäuscht, Nephias. Du bist ein ausgezeichneter Trainer. Mein Glückwunsch und vielen Dank. Es war mein Wunsch zu erfahren, welche Gedanken dich in dieser Welt beschäftigen, dir Antrieb geben und welche Ideale du gemeinsam mit deinen Pokémon in die Tat umsetzen willst. Und mir scheint es, als hätte ich die Antwort erhalten, nach der ich gesucht hatte. Die Gefühle, die du deinen Pokémon entgegenbringst und die Art, wie deine Pokémon sie von ganzem Herzen erwidern, werden eins und bringen eine weitaus größere Stärke hervor. Genau darin liegt der Schlüssel zu einem heutigen Erfolg. Meine Begeisterung von dir bei unserer ersten Begegnung damals war also doch ein Fingerzeig. Und somit bist du recht. Höhns neuer... Nephias, ich muss dir unbedingt einen Rat geben, bevor du gegen den Champ antrittst.
Was? Das kann doch nicht sein. Sag bloß, der Kampf ist schon vorbei. Ja. Siehst du, Michael, was habe ich dir gesagt? Du hättest dir um Nefras keine Sorgen zu machen brauchen. Du hast es geschafft. Als ich hörte, dass du in Blütenburg City deinen Vater besiegt hast, wurde mir klar, dass du es schaffen kannst. Und jetzt ist es soweit, du bist wirklich Champ geworden. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Jetzt kannst du mit Stolz den letzten Raum betreten. Nefias, oder soll ich besser sagen, neuer Champ? Folge mir. Tut mir leid, aber diesen Raum dürfen nur Trainer betreten, die den Titel des Champs errungen haben. Warte bitte draußen mit dem Professor auf uns. Ich mache nur Spaß, keine Sorge, ich nehme euch das nicht übel, so laut neben die Regeln. Nein, ganz im Ernst, Nefias, herzlichen Glückwunsch. Eine Halle voll Nix! Nein, natürlich nicht. Da wären wir. In diesem Raum bewahren wir die Aufzeichnungen über all jene Pokémon auf, die sich in harten Kämpfen stets bewährt haben. Hier werden die Champs der Pokémon-Liga geehrt. Du und dein Team, ihr habt zusammen über die Pokémon-Liga triumphiert. Komm, lass uns euren Namen mittels dieser Maschine festhalten. Ding, ding, di, di, ding. Ach nee. Glückwunsch zum Einzug in die Ruhmeshalle. Glückwunsch, Palkia. Glückwunsch, Stolos. Glückwunsch, Mr. Pepper. Glückwunsch, Simsala. Glückwunsch, Brigaron. Und Glückwunsch, Raikou. Glückwunsch, du bist der Champ der Pokémon-Liga. Hell yeah. Willkommen zurück, Nefias. Ich habe auf dich gewartet. Immerhin ist das gerade dein großer Moment. Da wir diese Reise gemeinsam begonnen haben, würde ich auch gerne den Heimweg zusammen mit dir antreten. Los geht's, zurück nach Hause. Nächster Halt, Wurzelheim. Und das sind die Credits von Pokémon Omega Rubin. Es geht natürlich noch weiter. Danach können wir noch in die Delta-Episode und mehr legendäre Pokémon fangen und neue Welten erkunden und neue Pokémon fangen. Und das werden wir natürlich auch machen. Aber jetzt lasse ich erstmal die Credits durchlaufen. Viel Spaß mit den Credits. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Das weckt Erinnerungen, nicht wahr? Hier haben wir zum ersten Mal gegeneinander gekämpft, stimmt's? Ich hätte da eine Bitte, Nephias. Wie wär's? Lass uns doch noch einmal kämpfen. Genau wie damals. Du hast auf deiner Reise bestimmt viel gesehen und erlebt. Deshalb will ich alles über dich und deine Pokémon wissen, Nephias. Aber ich habe dir auch jede Menge über meine Pokémon, um mich zu erzählen. Eine Herausforderung von Pokémon-Trainer Maike. Schwalboss. Und direkt werden wir wieder in die Action gezogen. Nach den Credits. Was ist da los? Okay. Ich hoffe, wir wurden geheilt. Das hätten wir jetzt ein Problem. Alles klar. Okay. Dann hauen wir halt Maike nochmal auf den Sack, ne? Also wir haben Troy besiegt. Was soll Schweres kommen? So. Schwalboss, weg. So, Raichu. Raichu? Da bin ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet, um ehrlich zu sein. Nimm mal Brigaron. Mit Raichu habe ich jetzt nicht gerechnet. Hallo Raichu, du bist knuffig. Auch wenn du ein Derp-Face hast, irgendwie so ein bisschen. Boden bringt bei ihm nichts. Okay, dann machen wir jetzt mal. Und es reicht. Sehr nice. Makago, das ist ein Feuer-Pokémon. Da schicken wir wieder Palkia rein, weil Palkia gerade die Wasserattacke hat bei uns. Okay, Maike, das müssen wir nochmal üben. Außer dein letztes, obwohl sie hat den Mega-Ring. Habt ihr es gesehen? Sie hat einen Mega-Ring um Handgelenk. Das heißt, ihr Sumpex wird die Mega-Entwicklung können. Das ist gar nicht so geil, um ehrlich zu sein. Was? Sumpex? Hieß es Sumpex? Ich hoffe, es hieß Sumpex. Das ist gerade peinlich. Ich meine, es war Sumpex, ne? Kapilz. Wechseln auf Mr. Pepper. Und im Kampf Mr. Pepper gegen Sumpex können wir in der Hinsicht knicken. Oh, warte mal. Sumpex ist Boden. Ich darf Raikou gar nicht reinschicken. Habe ich nicht vergessen. Hätte ich fast vergessen, um ehrlich zu sein. Okay, Boden. Ja, das wird schon. Ich glaube, das kann Palkia auch ganz gut. Ansonsten... Was machen wir denn da? Da ist Sumpex. Okay. Für Sumpex. Was haben wir da? Wir nehmen Brigaron. Perfekt eigentlich. Stimmt. Pflanze. Das war ja immer mein Problem, dass ich kein Pflanzen-Pokémon gegen Sumpex habe. Okay. Sumpex wird jetzt gleich in die Mega-Entwicklung geballert. Ich hoffe, Fauna-Statue macht genug Schaden, um Sumpex zu töten. Oh Gott, dieses muskulöse Vieh, ne? Wenn es so aussieht, wenn es so stark wird, wie es aussieht, ist es echt nicht nett. Und es reicht. Tja, Maike, es tut mir leid. Danke für alles, Nephias. Du bist ein wahrer Champ. Ich bin vielen verschiedenen Leuten begegnet und habe jede Menge Pokémon gesehen. Ich habe wirklich noch nie in meinem Leben so viel Spaß gehabt. Oh. Nephias, sieh doch nur. Pokémon Omega Rubin. Ende.
Liebling? Tut mir leid, dass ich dich beim Fernsehen störe. Was gibt's denn? Ich wollte nochmal mit dir über unser Date bei der Astronomie-Show in Mosbach City reden. Ach ja, gut, dass du das ansprichst. Ich muss dir nämlich etwas beichten. Wie es aussieht, muss ich an dem Tag leider doch in der Arena arbeiten. Oh, schade, aber die Arbeit geht natürlich vor, das verstehe ich natürlich. Tut mir wirklich leid. Nein, ist schon gut. Aber was fangen wir jetzt mit unserem Ticket an? Stimmt, es wäre zu schade, es einfach verfallen zu lassen. Oh oh. Fortsetzung folgt.